Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Als letztes haben wir die Piratenmission abgeschlossen. Nun werden wir die Nebenmission mal ein bisschen in Angriff nehmen. Als erstes Ausbau der Basis, weil danach müssen wir zurückkehren und können direkt die auch abgeben. Und da werden wir uns jetzt erstmal hinbegeben. So, mal schauen, ob das hier im System geht. Also das geht hier im System, das ist ja schon mal gut. Also, wir müssen wahrscheinlich zu einem der beiden. Stimmt. Hier vorne, hinten wird nur ein Speicherpunkt sein. So, ein neues Fort erhalten. Schilder aufladen. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein. Ne, ist kein Tier drin. So. Das kommt wieder weg. Das brauchen wir nicht. Terminal aktiv. Mal sehen, was wir bekommen. Baupläne analysieren. Und nur Mission abgeschlossen. Okay. Jetzt können wir zum Aufseher zurück. Ah, wir können hier eigentlich auch mal gucken. Wie viele Tiere gibt es denn hier? Ach, das ist nur der Baum. Super. Oder ganz hinten ist ein Tier. Ah, noch ein Baum? Nee. Sieben. Ah, super. Und nicht eins ist hier in der Nähe. Bergungscontainer. Naja. Dann werden wir jetzt Raumstation und dann zum Frachter. Dann können wir beide Missionen abgeben. Oh, da fällt mir ein, ich glaube, ich habe auf unseren neuen Frachter noch gar nicht die Terminals hingestellt. Das müssen wir dann gleich mal gucken. Weil dann haben wir die Mission dann auch erstmal abgeschlossen. Also es gibt bestimmt wieder eine Folgemission oder so, aber das sehen wir ja gleich. Nicht umbenannt. So, jetzt aber. Dann einmal auf zum Frachter. Wir werden dann noch weiter erkunden. Neue Systeme für Meilensteine. Vielleicht finden wir ja noch einen Anomalieplaneten.
So, jetzt müssen wir mal gucken. Habe ich das hier schon irgendwo hingebaut? Kehre zum Aufseher zurück. Wartet an seinem Terminal. So, das auch irgendwo hingestellt? Was da eben? Vielleicht in einer anderen Etage? Wo haben wir das hingestellt? Hier sind die Lagercontainer und da sind doch einfach nur Pflanzen. Habe ich das hin? Habe ich wohl nicht eingebaut. Dann müssen wir die jetzt mal unten hinstellen. So, wir haben ja hier so ein bisschen Raum. Dann werden wir den noch in die Richtung erweitern, erstmal kurz. So. Und zwar können wir den Raum einfach kopieren. Gute Idee. Eins, zwei, drei. Da machen wir vier. Und dann Bauspezialistenraum. Ja, also Lager haben die Farbe. Das ist für die Flotte. Das ist für die Pflanzen. Das sind die Gänge. Ha. Wie sieht das aus? Ja, grau vielleicht? Oder sowas Helleres. Ja, das sieht man besser. Nehmen wir das. So, dann kommt so ein Raum dahin. Na, wir machen mal. Was? Nee. Ah, so. Hier erstmal überall, damit wir nicht durcheinander kommen. Machen wir erstmal hier einen schönen großen Raum erstmal. So. Einen noch, oder? Ach, zwei sogar noch. So. Also, den Bauspezialistenraum haben wir. Exo-Fahrzeuge. Was sind denn die anderen Räume? Ah, hier ist Wissenschaftsraum. Also da ist schon mal. Kommt der dahin? Und Farbe haben wir ja uns hierfür entschieden. Da war doch noch was. Ah, es kann sein. Einen Waffenspezialisten haben wir ja noch gar nicht, ne? Dann geben wir jetzt erstmal diese Mission ab. So, Daten geben. Gibt er uns einen Bauplan. Die haben wir ja schon. Die Lagerbehälter. Er hält uns auf dem Laufenden. So, jetzt aktivieren wir die andere Mission. Die hier. Warum hier immer noch die Mission jetzt steht, weiß ich nicht. Mission aktualisiert. Zum Wissensverkehr, zum was? Ist er sich jetzt nicht sicher? Solange hier über dem nichts angezeigt wird, können wir die nicht abgeben. Besorge Kürbisknolle. Och nee. Haben wir keine? Warte mal, Essen. Kürbisknolle. Hey, wir haben wir doch.
Komisch. Ah, jetzt können wir es abgeben. So. Weil scheinbar haben wir den Waffenspezialisten noch nicht freigeschaltet. So, geben wir ihm einmal Kobalt. Haben wir Mikroprozessor. Ne, was? Mikroprozessor und große Raffinerie. So, was soll er jetzt? Kern entfernen. Kern entfernt. Das ist auch offline. Ah, jetzt bekommen wir neue Koordinaten. Das kommt wieder in Nahrung. So. Also für den müssen wir jetzt zu einem Sendeturm. Und dann gucken wir jetzt noch, was er hier wieder möchte. Weil dann können wir das wieder miteinander verbinden. Jetzt gibt er uns ein Waffenterminal. Akzeptieren. Mikroprozessoren will er dafür. Wie viele denn? Einen, ne? Aufbau der... Also mit dem Mission aktualisieren hat das nicht so. So. Jetzt können wir ihn erst wieder anquatschen. So, jetzt können wir das Waffenterminal bauen. Dann kommt das Waffenterminal jetzt wieder zwei weiter. Hier hin. Jetzt muss man es nur noch finden. Ah. Was ist denn das? Ah, so ein Raum. Ah, das ist ja schon wieder doof. Ah. Nee, echt jetzt? Also da frei hier. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil der Raum geht nach unten. Aber das geht ja schon wieder gar nicht hier. Ha. Hm. Och nee. Das dann hier drüben hinstellen? Also da lassen wir einen frei und dann machen wir so eine Räume auf hier hin. Weil dann können wir hier noch... Ja, machen wir das? Weil die gehen alle jetzt per Stufe ein nach unten. Wir könnten... Ja... Wir könnten. Gute Frage. So. Machen wir uns jetzt hier erstmal vier Räume hin. Weil das... Ach nee. Geht das hier wieder los? Können wir hier so eine Wand hinstellen? Ah, können wir. Cool. So, das ist die richtige Farbe, ne? So, dann haben wir nämlich den Eingang, können wir uns jetzt aussuchen, wo wir ihn hinhaben wollen. Das war gut. So, dann mal hier auch eine Wand hin. Die Farbe. So. Wir markieren uns mal. So. Das hier. G. Wir haben das grau gemacht. So. Dann sehen wir von vorne auch,
dass hier dann der Eingang ist. Krass, warum ist jetzt die Wand weg? Hä? Jetzt die Wand einfach wieder. Was zum. Wir haben die doch gar nicht gelöscht. Oh nee, was soll denn das jetzt hier? Gut, dann machen wir jetzt halt erst den Raum dahin. So. Waffenspezialist, wo stellen wir den hin? Wir können den ja hier hinstellen, oder? Oder stellen wir den eher hier hin, so? Also weiter nach vorne. Die beiden stehen da hinten. Wir könnten den, genau. Hier oder hier, aber dann die Tür auf die Seite. Ich glaube, wir stellen ihn mal hier hin. Warum denn eigentlich? Stimmt so rum. So. Dann kommt der Exo-Fahrzeugscanner. Hier hin. So. Jetzt machen wir. Weiß nicht, drei reicht doch eigentlich, oder? Dann machen wir jetzt hier die Wände wieder hin und hoffen einfach mal, dass die bleiben. Eben sind sie ja spurlos verschwunden. So. Und da. Sieht denn das aus, wenn wir da ein Fenster hin machen? Testen wir einfach mal an der Tür hier. Einfach mal eins hinsetzen. Gott, ist unser Charakter klein. Oder das Fenster ist sehr hoch. Ja, mit Fenster würde auch gut aussehen. Entfernen wir das Fenster hier wieder. Nee, was? So. Nehmen die Wand weg. Und die Wand. Und setzen dann da einfach Fenster hin. So. Und hier eins. So, den Raum ist, der ist markiert, damit wir wissen. Hier kommen wir zu einem Waffenspezialisten. Ach cool, wir haben einen. Dann hat man auf unserem alten Frachter wohl schon mal einen hingestellt. Der steht falsch rum. Oder ist der das? Waffentechniker, ja. Gott, sein Raum steht falsch rum. Ah, das ist ja doof. So? Also wenn er da steht. So würde er uns angucken. Na, so prinzipiell auch. So mal lassen. Wir haben doch keinen Waffenmeister. Wer war denn das dann? Was? Jetzt fehlt hier schon wieder das Fenster. Das ist doch ein Geheimtrick hier. Dann verschwinden hier Fenster und Wände. Dann ist die Aufgabe bestimmt gleich, uns einen zu organisieren. Einen Waffenspezialisten. Ich glaube, auf der Station, auf der wir eben fahren, gibt es, glaube ich, einen Vaikin. Waffenspezialisten.
So, heuren Waffenmeister an. Und der wollte, dass wir irgendwo hingehen. So, dann machen wir jetzt erstmal das. Für den hier. Ich weiß nicht. Machen wir noch farbige Räume in derselben Farbe hier neben dann? Damit so einreihig ist, oder? Lassen wir das. Wir lassen das erstmal so. So, die können wir mal annehmen. Die sind wohl wieder alle da. Stand so weit entfernt. Mal gucken, ob wir. Oh Gott, irgendwie hakt's. Geld, Korvax, Korvax, Beutelgift. Geld, 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 Geld. Geld. Stoff. Wir suchen nämlich noch Erweiterungsplätze für unser noch nicht vorhandenes organisches Schiff. Ja, hier ist. Ach, wir haben ja auch nur eine lebende Fregatte, ne? Ja. Ja, genau, gut. Hätte nur in der ersten Mission eben drin sein können. Aber zu ein bisschen Leveln habe ich die einfach mal alle losgeschickt. So. Dann werden wir jetzt die Mission machen. Und uns einen Waffenmeister organisieren. So. Also, wir sollen zu dem Sendeturm. Da hinten ist einer. Oh, ach gut, nicht auf dem hier vorne. Ja, hohe Wächteraktivität, na toll. Ungefährer Standort ist schon wieder sehr schlecht. Ah, da ist einer. So, direkt speichern und Sektor kartieren. Damit ist die Mission durch. Dann gucken wir jetzt wegen dem Waffenmeister. Ist vielleicht hier im System einer. So, eins von 11. Das geht ja mal gar nicht. Oder sind ja einer Nähe. Nö, nee, nicht wirklich. Dann werden wir jetzt gucken, in welches System wir müssen. Ah, scheinbar in dem hier. Kriegen wir einen Vaikin. Ja, cool. Könnt ihr mal das andere anvisieren, da, aber nicht unser Schiff. Ah.
hat doch unser Schiff angewählt. Ja, oh, doch nicht, cool. So. Dann haben wir auch einen Angestellten jedes Volks für jede Station. Den werden wir schon gesprochen haben, oder? Für die Hörter? Oh, nee, cool. Dann werden wir jetzt hier erst noch alle anquatschen, lernen wir Wörter und haben Aliens getroffen. Können wir das direkt miteinander verbinden? Oh, nee, das ist ein Reisender. Dem wollen wir nichts. Und dann holen wir uns als letztes den fürs Waffenterminal. Aber wenn wir sowieso schon hier hin müssen, können wir die auch gleich allein quatschen. So, den haben wir. Ach nee, das ist der Waffenhändler. So, der da. So, waren das alle? Gut. Dann holen wir uns jetzt den fürs Waffenterminal. So. Kehre zu deiner Basis zurück. Ja. Können wir aber direkt den Teleporter hier nehmen. Den haben wir. Den haben wir auch. Wir müssten zwar noch rausfliegen, weil unser Frachter hier steht, aber auch egal. So. Speichern. Jetzt geben wir erst die andere Mission ab. Das da. Ah, da sind die Meilensteine. Hat aber ganz schön lange gebraucht, bis sie aufploppen. So, Kern wieder einsetzen, denke ich mal. Echt jetzt 1,5 Stunden dauert der Kram. Oh, spring da nicht immer um hier. Ja, das dauert jetzt 1,5 Stunden. Was wollte der hier? Gucken. Solanium. Was haben wir das? Landwirtschaftsterminal, wir brauchen so einen Scheiß. Solanium. Falsche Taste. Haben wir das? Gott, wo könnten wir das denn hingepackt haben? Solanium. Ich weiß nicht mal, wie das aussieht. Solanium, Solanium, Solanium. Ist doch bestimmt irgendeine Pflanze. Sammle Solanium. Nee.
sieht denn das aus? Solanium. Da wird auch... Ah, so sieht das aus. Solanium. Okay. Aber wir sollten doch auch noch zu dem anderen. So. Der sollte jetzt ja hier stehen. Also haben wir ihn doch falsch rumgebaut, oder wie? Na egal. Aha, was soll er jetzt machen? Waffenfabrik, ja, können wir einfach aus dem All drauf schießen. So. Solanium, heißer Planet, stand da ja, ne? Was sind wir gerade? Ist hier einer von denen heiß? Bedeckt. Felsig. Eis. Trostlos. Dann gehen wir jetzt in das System, in dem wir zuvor waren. Und schauen, dass wir weiterreisen, Planeten und Systeme entdecken. Er denkt erstmal gemütlich nach in seinem Computer hören. Für andere sieht es aus, er wird die Wand anstarren. So, Raumstation, aktuelles, vorheriges. Und dann schauen wir, ob wir einen feurigen oder einen sehr heißen Planeten finden. Und eine Anomalie, damit wir nur ein Tier scannen müssen. Können wir ja wieder zum Glück miteinander verbinden. Na, immerhin haben wir jetzt die drei wichtigen Terminals schon mal alle. So. Ja, Waffenforschung ist egal. Wir wollen und zwar Materialien, Pflanzen, Solanium, Meilenstein abgeschlossen. Hä? Was ist denn jetzt kaputt? Planet mit Solanium entdeckt. Okay, und wo? Was? Was soll denn hier auf dem Planeten Solanium sein? Himmelblauer. Mhm, der ist schwarz. Also eigentlich müsste er das hier Solanium anzeigen, in welchem System es sich befindet. Aber irgendwie. Er hat einen Planet mit Solanium entdeckt, ja schön. Ja, lande auf einem Planeten, auf dem Solanium wächst. Ich gehe kaputt. Das habe ich ja vor, du Vogel. Ah.
Aber Solanium wird ja nur nicht so angezeigt. Oh, ey. Ja, Frostkristall, super. Sternknolle. Ja, die... Super, ergibt ja null Sinn. Bildschimmel. Ja, kein Solanium. Müssen wir doch in ein anderes System. So ein Scheiß da. Was für eine komische Linie zeigt der hier eigentlich an? Hey, sind wir einmal im Kreis geflogen? Irgendwann jetzt halt dahin. Das sieht verdächtig nach Frachterkampf aus. Aha. Drei Planeten. Wir werden nicht beschossen. Das ist ja schon mal... Jetzt haben wir wieder... Das mit der Frequenz. So, Pilzschimmel. Sternknolle. Verwilderter Planet. Aha. Super, und dahinter ist schon wieder einer. Bildschimmel. Dann Teleportpunkt holen und weiter. Und den Schwachsinn umbinden gibt ja hier eh nichts. Das sah auch interessant aus. Es existiert nur die Landebucht. Die ganze Raumstation existiert überhaupt nicht. Viel besser, das, er meint ja, er hat Planet mit Solanium entdeckt. So, ein Schwachsinn. Ja, so, nächstes System. Drei Planeten. Ah, wir erhalten wieder die Sequenz, die man nicht beantworten kann, die man nicht auswählen kann, zu der es keine Mission gibt. Solanium. Yay. Wir haben Solanium gefunden. Ah, ja, was will der jetzt von uns? Ha, Kaktusfläche. Da fällt mir ein. Die Händler auf der Raumstation und das Handelsterminal können auch Solanium haben. Brauchen wir gar nicht landen. Knapp dran vorbei.
So, gucken. Gibt es am Handelsterminal was? Sonst fragen wir einfach einen der Händler, die gleich landen. So, was können wir hier kaufen? Schmutz. Ernsthaft. Ja, gut, gibt's nicht. Müssen wir mal einem der Händler. Hauptsache, hier landet nicht mal einer. Ja, los, schneller, schneller, schneller. Oh, da ist einer. Ah, Pyrit hat er nur. Schade. Ja, solange keiner landet, können wir auch hier mit Leuten quatschen. Paar neue Wörter lernen. Aliens getroffen. Zack. Wieder 2 in 1. Gut, dass man einige Missionen direkt miteinander verbinden kann. Ah, den haben wir schon. Scheint auch wieder ein Viking-System zu sein. So. Nee, hä? Was ist der da? Entweder ist der eben gestartet oder neuer gelandet. Gibt es nicht für diese dämlichen Exo-Fahrzeuge auch einen dummen Angestellten? Ah. Hier landen sehr wenig Schiffe. Also, eins. Da hinten ist eins. Und dann nur so Schrotthaufen. Wo ist er denn? Da. Was haben wir jetzt wieder? Acht. Was haben wir doch eben im System schon gehabt? Gott, ich brauche Solanium. Kein Bock zu landen. Oh, da ist noch eins. Es kann ja wohl nicht sein. Hat keiner von denen Solanium dabei. Ja, gut, müssen wir halt doch selber hin. Hilft jetzt alles nichts. Und dann war auch noch mal. Ja, den dritten hatten wir gescannt, ne? Oder? Gott, wo war denn der? Also, den da haben wir. Haben wir den dahinter? Was ist denn das für einer? Katastrophales Terraforming. Könnte das ein Anomalieplanet sein? Und wir landen kurz, scannen. Falls wir ein Tier sehen, dann sehen wir ja direkt. Zeigt er uns ja unten rechts zum Glück an, dann wie viele Tiere es gibt auf dem Planeten. Oh Gott, mit der Ansicht kann ich aber nicht landen. Sieht sehr seltsam aus hier. Was ist denn das? Kobalt. Ach, nicht existent. Naja. Dafür aber auch keine Wächter und keine Pflanzen und
auch sonst nichts. Also das ist einfach nur ein Stein. Ein großer, runder Stein. Gut. Haben wir einen Stein gefunden. Hätte das gedacht. Und dann jetzt ab zum Solanium. Ich glaube, es war der da, ne? Gab ja hier nur drei, oder? Ja, Sengend heiß, Solanium. Gut. Dann gibt es hier auch keine Anomalie. So. Wie viel Solanium brauchen wir eigentlich? 30 oder sowas, ne? Ne, Waffenterminal. Wissenschaftler. Da ist Solanium. 45. Dann können wir die Mission ja, also hier, das haben wir ja gefunden. So. Dann sehen wir nämlich jetzt nur noch die Mission. Bald werden wir dann auch mal, wenn wir ein System finden, wo nicht alle Planeten so super komisches Wetter haben, nach einer Siedlung auch Ausschau halten. Da gibt es auch noch viele Missionen dann. Bei den Sengenteils, warum ist denn da hinten Wasser? Oder sieht das nur so aus? Du mal guck. Wenn das nicht Solanium vielleicht ist. Wie, Landung geht nicht. Oh Gott, lande ich. Oh. Wie der mich jedes Mal nicht landen lassen will. Wächter, nicht anwesend. Oh, wir können hier Solanium sammeln bis zum Abhängen. Ja, Gott, ich weiß, hier ist Solanium, du Vogel. So, wie viele Tiere gibt es hier? 14, ja, ist klar. Vor allem hier ist Sonnenrebe, ne? Also Solanium. Wo zum Teufel schickt der uns dann hin? Was ist denn das da? Ja, ich sammle das, wo ich das will. Wo ist denn hin? Hm. Schimmel. Cool. Ja, ich wollte aber den Stein da scannen. Oh, Gottes Willen. Lass mich diesem Lynch. Ach, geht nicht. Schade. Wenn wir den Schimmel, den wir da rausbekommen, in unsere Raffinerie packen oder irgendeine Raffinerie, kann man da direkt Nanit raus, also kommt man direkt Nanit da raus. Deswegen machen viele, oh hier sind aber viele, du. Muss man mal, guck mal hier, Fotomodus. Wie viele sind das? Ey, das sind aber sehr viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte, was? 13 Stück. Also normalerweise bauen dann Leute hier Wände drum, im großen Abstand, Teleporter hin. Und sobald du außer Renderreichweite, also 1200 U Entfernung, oder einfach mit dem Teleporter woanders hin, kannst du die immer wieder einsammeln. Aha. Warum kommt man da nicht dran? Und dann haben die Schimmelfarmen
Oder halt auch eine Nanit-Farm. Kann man ja sehen, wie man möchte dann. Was zum Henker? Der Blitz war vielleicht etwas nah. Was zum Henker? Also vielleicht sollten wir nicht auf diesen Berg raufgehen. Oha. Was zum... Da ist gerade ein Sturmkristall vom Himmel gefallen. Und ich hab's auf Video. Geil. Das ist ja cool. Also die wächst an einer sehr ungünstigen Stelle, sage ich mal. Hauptsache, es fällt einfach ein Sturmkristall vom Himmel. Also, ja gut, nicht vom Himmel, ist vom Berg gefallen, aber... Nahrung anbieten? Nee, nichts Nahrung anbieten. Da ist noch ein Tier. Hä? Also da ist eins. Also irgendwie. So, Sonnenrebe. Ein. Oh, Mensch. Heute verklicke ich mich aber in einer Tour. So. Das sind noch Tiere, die vor mir weglaufen. Ne? Gibt's ja wohl nicht. Ja, wenn das für Tiere. Hauptsache, naja gut, was sind das für Dinger? Die kann man nicht füttern. Schade, warte mal. Wie geht denn das? Das geht doch auch irgendwie hier. Ja gut, die kann ich nicht füttern. Oder? Kann nicht. Hä? Wie soll ich denn? Also, wenn ich E drücke, passiert nichts. Die sind jetzt zwar Glück. Was zum. Ja, Facium. Ich wollte aber das Tier haben. Blöde Scheiße. Was denn mit ihm? Haben wir den schon gescannt? Der sieht aus, als wäre er zu klein geraten. Ein Mini-Dino. Was heißt denn hier Begleiterliste? Ist voll nichts Begleiterliste, ist voll. So, Begleiterliste frei. Der ist auch zu klein geraten. Guck mal, sieht aus wie Mini-Dino. Ist ja cool. Ich habe einen Dino in Mini-Format. Aussehen anpassen, cool, was ist denn das? Ja, geil, ich sehe ihn ja nicht mal. Ah, Frachttonne.
Digitalmonitor. Was macht er? Fläschchen. Biokanister. Laser. Ja, klar, ich kann das Ding bewaffnen. Taschenlampe. Platten. Bewegungstracker. Energiespule. Runder Laser. Ne, Satellitenschüssel, ja klar. Mini-Dino mit Satellitenschüssel. Frachtbehälter. Atmosphärenprobenentnehmer. Feldflasche. Okay. Was ein Scheiß. Aber warte mal. Da ist ein größerer. Oh, ich hoffe, der bleibt so klein. Weil wenn nicht, kommt er wieder weg. So, cool. Die haben jetzt hier alle für mich hingekackt. Hä? Oh nee, jetzt habe ich schon wieder irgendein Tier gefüttert. Nein, oh Gott, hör auf, das Tier anzuwählen. Junge. Oh nein, ich will das Faceium haben. Oh ja, dann leck mich. Weiter, scheiß Faceium. So, da sind noch zwei Sonnenreben. So. Was fällt jetzt hier von den blöden Tieren? So. Und die Vorkommen werden immer mit drei Sternen angezeigt. Weil es selten ist oder schwer zu finden. Und meistens auch immer auf Planeten. Feuerbeere. Aber die sollten wir vielleicht einsammeln. Eigentlich sind auf so einem Planeten dann auch immer Wächter. Aber hier nicht. Also ist jetzt fraglich, ob wir dann gleich mal in der nächsten Folge vielleicht uns hier eine kleine Schimmelfarm hinsetzen. Einfach nur Teleporter, ein paar Platten. Ja gut, da ist ein Wächter, weil dann bestimmt ein wichtiges Gebäude ist. Da müssen wir mal schauen. Aber für heute werden wir erstmal Schluss machen. Und dann gucken wir, ob wir das mit einbeziehen. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne liken und abonnieren. Bis zum nächsten Mal.